Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die 3-fach-A-Kriterien der Richtlinie 2.2 ausreichend Zeit der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien Einfach-A und Doppel-A der Richtlinie 2.2 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 2.2 gehört zum Prinzip 2 mit dem Titel Bedienbar. Das lautet auf Deutsch: Benutzungsschnittstellen, Komponenten und Navigation müssen bedienbar sein. Und die Richtlinie 2.2 hat den Titel Ausreichend Zeit und lautet: Geben Sie Benutzern ausreichend Zeit, Inhalte zu lesen und zu nutzen. Und diese Richtlinie hat insgesamt 4 3-fach-A-Kriterien, die wir jetzt nacheinander durchgehen. Das erste ist das Erfolgskriterium 2.2.3 mit dem Titel Keine Zeitvorgaben. Es lautet: Zeitvorgaben sind kein wesentlicher Bestandteil des Ereignisses oder des Vorgangs, das oder der vom Inhalt dargestellt wird, mit Ausnahme von nicht interaktiven, synchronisierten Medien und Echtzeitereignissen. Also jetzt wird komplett ausgeschlossen, dass es irgendwelche Timeouts gibt oder irgendwelche Updates, die zeitgesteuert hereinkommen und den Vorgang stören. Allerdings werden nicht interaktive, synchronisierte Medien ausgenommen. Das sind zum Beispiel Videos, die nur abgespielt werden und wo sonst keine Interaktion mit dem Benutzer stattfindet. Und es werden auch Echtzeitereignisse ausgeschlossen. Und dabei handelt es sich um Ereignisse, die von außerhalb, also extern, der Anwendung kommen. Zum Beispiel, wenn man bei einer Auktion überboten wird von anderen Benutzern oder wenn ein Multiplayer-Spiel im Web gespielt wird, sodass eben auch zeitliche Ereignisse durch andere Spieler ausgelöst werden, dann tritt diese Ausnahme in Kraft. Aber sonst sind komplett zeitliche Vorgaben und Timeouts verboten. Das Erfolgskriterium 2.2.4 hat den Titel Unterbrechungen und lautet: Unterbrechungen können vom Benutzer aufgeschoben oder unterdrückt werden, mit Ausnahme von Unterbrechungen in einem Notfall. Also es geht darum, dass Benutzer nicht abgelenkt werden durch Updates oder Meldungen, die aufpoppen oder hereinkommen und die so die Aufmerksamkeit und auch manchmal den Tastaturfokus auf sich ziehen. Wenn wir zurückschauen bei Stufe A, also einfach A, unter dem Kriterium 2.2.2, Pausieren, Stoppen, Ausblenden, wurde schon verlangt, dass Updates vom Benutzer entweder gestoppt, pausiert oder verborgen werden können. Aber dort wurde noch eine Ausnahme gemacht, wenn das Update wesentlich für den Vorgang ist. Und diese Ausnahme wird jetzt reduziert auf Notfälle. Also wenn irgendwo das leibliche Wohl oder auch Besitzgegenstände des Benutzers in Gefahr sind. Außerdem wird hier verlangt, dass der Benutzer die Meldungen von vornherein abschalten können muss, also bevor sie überhaupt auftreten. Und das Erfolgskriterium 2.2.5 hat den Titel Erneute Authentifizierung oder Re-Authentifizierung. Es lautet: Wenn eine authentifizierte Sitzung abläuft, also ein Timeout auftritt, kann der Benutzer die Handlung nach erneuter Authentifizierung ohne Datenverlust fortführen. Eigentlich fordert ja schon 2.2.3 auch unter 3-fach-A-Kategorie, dass es kein Timeout für Sessions geben darf. Aber es macht die Ausnahme
für Echtzeitereignisse, die von extern kommen. Wenn jetzt also eine Sitzung durch ein externes Ereignis abläuft, dann muss es möglich sein, dass der Benutzer sich wieder neu anmelden kann und dass dann nichts verloren ist von dem, was er vorher an Daten eingegeben hat, bis zu dem Zeitpunkt, als die Session beendet wurde. Und wenn jetzt das Kriterium 2.2.3 nicht beachtet wurde, das eben keine Zeitvorgaben erlaubt, dann kann trotzdem noch das Erfolgskriterium 2.2.5 eventuell dazu verhelfen, dass der Schaden nicht so groß ist, weil der Benutzer sich ja wieder anmelden kann und dann die Daten wieder vorhanden sind. Und das Erfolgskriterium 2.2.6 hat den Titel Zeitüberschreitungen, also Timeouts. Und es lautet, Benutzer werden über die Dauer jeder Benutzerinteraktivität warnend informiert, die einen Datenverlust verursachen könnte. Also der Benutzer muss vorab darüber informiert werden, dass wenn er eine bestimmte Zeit nichts macht, dass er dann aus der Session fliegt. Und zwar muss er über die Dauer informiert werden, wann das passieren kann. Auch hier gilt wieder, wenn das Kriterium 2.2.3 keine Zeitvorgaben beachtet wird, dann ist das hier eigentlich nicht nötig. Aber wenn es eben nicht beachtet wird, 2.2.3, dann kann man den Schaden noch dadurch begrenzen, dass der Benutzer eben doch genügend davor gewarnt wird, sodass er es entweder vermeiden kann, durch einen Timeout unterbrochen zu werden. Und es gilt dann noch hier diese Ausnahme, wenn es mehr als 20 Stunden dauert, dass der Benutzer in einen Timeout hineinläuft, dann ist das Erfolgskriterium 2.2.6 auch automatisch erfüllt. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 2.2, ausreichend Zeit, aus der Reihe REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.